Abflug nach Phoenix. Hermannstadt, Rumänien, 20.09.2016. Wenn man von Westen nach Hermannstadt kommt, liegt der Aeroportul International Sibiu auf der rechten Seite der E81, kurz vor der Stadtgrenze. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flughafens befindet sich ein ausgedehntes Industrie- und Gewerbegebiet, in dem viele internationale Großfirmen ihre Logistikhallen gebaut haben. Die Nähe zum Flughafen Hermannstadt ist ein unschätzbarer logistischer Vorteil. Dies galt insbesondere in den Jahren nach der Öffnung des Ostblocks, als es noch keine Autobahn gab, auf der man Rumänien problemlos hätte erreichen und durchfahren können, um die konsumhungrigen Ostländer mit Westware zu beliefern. Damals musste man sich noch mühsam auf kurvigen, verstaubten und zerfahrenen Landstraßen durch Rumänien in den Osten vorkämpfen. Die schlechte Qualität der Bitumendecken führte dazu, dass oft tiefe Spurrillen von armdicken Teerwalzen eingerahmt wurden, die insbesondere in der Gluthitze des rumänischen Sommers durch schwer beladene Lkw noch weiter anschwollen, bis sich irgendeine örtliche Straßenbaumeisterei erbarmte und die Straßen Abschnitt für Abschnitt mit dem gleichen mangelhaften Material reparierte, was aber zu neuen Behinderungen des ohnehin schleppenden Transitverkehrs führte. In Moldawien wurde es noch schlimmer. Hier gab es zum großen Teil nur noch Pisten, die das geschundene, wenn auch fruchtbare Land für die Segnungen des Westens erschließen sollten. Die schwarzen Geländewagen bogen mit quietschenden Reifen in die Flughafenzufahrt, ließen den kleinen Parkplatz vor dem Flughafengebäude links liegen und fuhren durch die hastig geöffnete Schranke zwischen Tower und Abflughalle direkt auf das Vorfeld. Dort wartete bereits eine zweimotorige Turboprop vom Typ Fairchild Swearingen Metro auf Alex und fünf seiner Bewacher. Die Maschine rollte ohne jegliche Verzögerung und offensichtlich ohne auf eine Starterlaubnis zu warten auf die Startbahn, beschleunigte, hob ab und verließ Hermannstadt in steiler Kurve in Richtung Westen mit dem Ziel Köln-Wahn. Der Flughafen Köln-Bonn ist eigentlich ein doppelter Flughafen. Südwestlich der zivilen Start- und Landebahn befindet sich eine kleinere, die von der deutschen Bundeswehr genutzt wird. Dieser Teil des Flughafens heißt üblicherweise Köln-Wahn. Hier ist auch die Maschine der deutschen Bundeskanzlerin stationiert. Je nachdem, von welcher Seite des zivilen Flughafens man auf das Vorfeld blickt, kann man, wenn man Glück hat, auf der anderen Seite hinter den Start- und Landebahnen die Kanzlermaschine sehen. Dass die Maschine in Köln-Wahn und nicht in Berlin stationiert ist, rührt aus der Zeit, als Bonn noch Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war. Natürlich wäre es für einen reibungslosen Ablauf viel einfacher und kostengünstiger, die zivilen Bundeswehrmaschinen in Berlin vorzuhalten. Aber die Flughäfen in Berlin sind ganz offensichtlich nur sehr schwer zu eröffnen und bislang machte die Regierung keine Anstalten, die oftmals für politische Auslandsflüge der Berliner Diplomaten und Politiker angeforderten Maschinen den Unbilden der Berliner Flughäfen auszusetzen. Die Fairchild, die Alex und seine Bewacher transportierte, setzte gegen 6 Uhr morgens auf der Landebahn in Köln-Wahn auf. Alex war nicht sicher, was ihn nun erwartete. Er zitterte vor Erschöpfung und Angst. Seine heftigen Fragen an die vermummten Männer während des Fluges blieben unbeantwortet. Mehrfach berief er sich in seinem Business-Englisch darauf, deutscher Staatsbürger zu sein und sofort den Botschafter sprechen zu wollen. Aber die Soldaten der amerikanischen Einheit ließen sich davon nicht im Mindesten beeindrucken. Er war ohnehin erstaunt darüber, wie viele Männer abgeordnet waren, um ihn festzusetzen. Schließlich war er kein gesuchter Terrorist, sondern ein ganz normaler deutscher Zivilist mit russischen Wurzeln. Das Einzige, was er sich zu Schulden hatte kommen lassen, war, die Bibel auf eine andere Art zu lesen, als das bislang üblich war, und Ergebnisse zu finden, die über die gängigen Auslegungen hinausgingen. Aber das war in der freien Welt des Westens doch nicht strafbar, oder? Er dachte an seine Frau und seine Kinder, die jetzt hoffentlich ihre mindestens 15-stündige Flucht von seinem Haus in Frankfurt nach Rumänien hinter sich gebracht hatten, und an seine rumänischen Freunde und hoffte, dass diese nicht auch festgenommen und verhört werden würden. Gleichzeitig befürchtete er, dass er selbst eine nicht ganz angenehme Behandlung vor sich haben würde. Nachdem die Maschine gelandet war, schubste man ihn die Gangway hinunter. Er wurde über das Vorfeld zu einer zivilen Bundeswehrmaschine geführt, wo Oberst Groß ihn in Empfang nahm und ohne Umschweife in eine der zivilen Airbus A340 der Bundeswehr verfrachtete. Alex war erstaunt über die hochwertige Innenausstattung und fühlte sich gleich etwas erleichtert. Das Vorrecht, in einer solchen Maschine transportiert zu werden, wurde wahrscheinlich nicht jedem x-beliebigen Kriminellen zuteil. Wenn man tatsächlich an seinen Texten interessiert war, würde er vielleicht auf zivilisiertere Verhörmethoden hoffen können, als er bislang befürchtet hatte.
Ab jetzt waren nur noch zwei amerikanische Sicherheitsbeamte in Zivil bei ihm, und sobald diese die Maschine betreten hatten und sich wortlos in eine der hinteren Reihen setzten, startete die Maschine ohne weitere Verzögerung. Sie stieg schnell und steil in den Himmel und suchte den Flugverkehrskorridor, der sie nach Westen in Richtung Atlantik führte. Als Alex gegen 13 Uhr aufwachte, sah er unter sich nur Wasser. Er wusste nicht, wo er war. Während er schlief, hatte man ihm die Handschellen abgenommen. Er war dermaßen müde gewesen, dass er das nicht einmal bemerkt hatte. Die Stewardess kam zu ihm und servierte ihm ein kleines Mittagessen. Eine Henkersmahlzeit? Wohl kaum. Die wollten ja noch was von ihm wissen. Niemand sprach mit ihm. Die haben offensichtlich Redeverbot, dachte Alex bei sich. Er fragte nicht mehr, ob man ihn telefonieren ließe, ob er den Botschafter sprechen könne oder wo seine Familie sei. Er fügte sich in sein Schicksal und wartete einfach auf das, was auf ihn zukommen würde. Er betete und schlief wieder ein. Gegen 23 Uhr westeuropäischer Zeit und 14 Uhr Ortszeit erreichten sie Phoenix Sky Harbor International Airport und landeten. Ohne weitere Verzögerung wurde Alex in einen Bell-Senkrechtstarter vom Typ Boeing V-22 Osprey verfrachtet, der sofort seinen Flug hinaus auf den Pazifik nahm. Eine Stunde später tauchte auf der tiefblauen Fläche des Meeres unter ihnen ein großes Schlachtschiff auf. Der Senkrechtstarter hielt seinen Kurs direkt darauf zu. Alex entdeckte die Fregatte erst, als der Senkrechtstarter in einem leichten Bogen zur Landung ansetzte. Was war denn das? Wo war er überhaupt? Wen würde er hier treffen? Und was würden die von ihm wollen? Die nächsten Tage würden ganz sicher die spannendsten seines Lebens werden.